Guten Morgen, es ist Samstag, der 21. Januar 2023 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, deren einzige Trigger sogenannte Triggerwarnungen sind. Den Podcast für alle, die wissen, dass lesbische, schwarze, Behinderte auch keine besseren Menschen sind. Mein Name ist wieder mal Paul Brandenburg und ich muss mich vorab entschuldigen. Denn auch ich bin mal wieder einem banalen Atemwegsinfekt zum Opfer gefallen und komme euch trotzdem ohne jede Maske ganz nah ans Gesicht. Und mit meinen immer gleichen beiden Bitten. Erstens die um einen kleinen Teil eures hart verdienten Geldes. Nacktes Niveau und unser aller Arbeit drumherum existieren einzig und allein, weil ihr da draußen es mit euren Spenden möglich macht. Dafür sage ich herzlich Danke und bitte euch, so ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und sendet uns einen kleinen Betrag. Bitte Nummer 2 kostet euch lediglich ein Lächeln. Hört Nacktes Niveau nicht über die Zensurplattform von YouTube und Co., sondern über die freien Quellen. Auf nacktesniveau.de findet ihr alle Links zum Streaming und zum Download. Damit endlich begrüße ich meine heutigen Gäste. Eine Berliner Runde aus der Journalistin und Moderatorin Jasmin Kosobek und dem Journalisten und Redakteur der Nachdenkseiten Florian Warwick. Und aus Österreich die Frau mit dem infektiösesten Lächeln der Welt, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch ihr drei. Hallo. 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 Ihr Lieben, Jacinda Ardern, die Terrorherrscherin von Südwestchina, nahm als Premierministerin von Neuseeland ein ganzes Land in Geiselhaft für die totalitäre Unterwerfungspolitik, genannt No-Covid. Jetzt ist diese Dame unter Tränen zurückgetreten. Sie sagt, ihr Tank sei leer. Genauer wurde es nicht und die Medien tun das, was sie am besten können. Sie spekulieren, was vielleicht dahinter steht. Jasmin Kosobek, wie lautet deine Einschätzung? Ist das tatsächlich einfach eine persönliche Entscheidung von Jacinda Ardern oder steht da tatsächlich irgendwas Größeres dahinter? Bricht da die Front der ehemaligen No-Covid-Propagandisten? Also danke, dass du direkt mit einer Spekulationsfrage startest, ja, weil jetzt können wir natürlich, wir können ja uns, es ist ja fast unmöglich, hier jetzt eine wirklich akkurate Aussage zu treffen. Es ist reine Spekulation. Sie ist natürlich aus diesem, okay, ich sag's jetzt einfach mal, aus diesem, wie man so schön sagt, Globalistenumfeld. Ja, hier World Economic Forum ist sie, glaube ich, auch Young Global Leader gewesen. Sie wirkt ja schon fast wie ein bisschen gecastet. Ich sag damit nicht, dass sie nicht gewählt wurde, sondern sie wirkt so ein bisschen perfekt. Weißt du, sie ist jung, sie ist weiblich, genauso wie hier die Alte da in Finnland, so wie jetzt Trudeau zum Beispiel in Kanada, ne, sehen gut aus, sehen toll aus und ziehen dann halt irgendwie so eine gewisse Agenda durch. Bei Covid ist es natürlich ganz, ganz offensichtlich geworden, was jetzt dieser Rücktritt bedeutet. Ich weiß es nicht, ja. Natürlich möchte ich auch gerne hineininterpretieren, dass jetzt das alles zusammenfällt, ne, das Konstrukt und diese Zero-Covid-Masche ist ja jetzt sehr schlecht gealtert, ja. Und deswegen möchte ich das natürlich auch da hineininterpretieren, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lass mal die anderen spekulieren. Da geht's dir wie mir natürlich, lieber Florian Warwick. Du bist auch jung und weiblich und wie perfekt gecastet für diese Rolle und kannst auch nur spekulieren. Deswegen auch nur meine Frage nach deiner Meinung. Ist das privat oder hat es vielleicht noch irgendwelche politischen Verstrickungen? Gut, ein Hoch auf die Spekulation. Also was mir zuerst aufgefallen ist, waren natürlich die Videos, die man natürlich auch alle nicht verifizieren kann, die sozusagen nach dieser Bekanntgabe dann kursierten, wo man sieht, wo die Pubs wirklich ausnahmslos die Leute Bierflaschen in die Höhe schmeißen und jubeln. Ne? Also, und das waren ja sozusagen, das waren jetzt kein vereinzeltes Video. Das heißt, für viele Australier war es ja anscheinend eine sehr befreiende Entscheidung. Das spricht ja schon mal für eine gewisse gesellschaftliche Stimmung in Australien, zumindest auch hier aus der Ferne oder auch bewertet. Neuseeland. Das fand ich zumindest sehr eindrücklich. Du meinst Neuseeland, lieber Florian, aber das ist naheliegende Verwechslung. Willen. Die beiden bilden ja fast ein Südchina gemeinsam. Ja, aber ich würde, bevor das dann sich einschleift, ja, Neuseeland. Aber stimmt, ja, minimal geografische Distanz, aber genau, Neuseeland. Aber ich bezog mich auch auf die entsprechenden Videos, die da aus Neuseeland rüberschwappten. Und ja, also bei ihrem Typus könnte ich mir schon denken, einfach ausgebrannt und Rücktritt. Aber dieses Ausbrennen steht ja auch im Zusammenhang zu dem, was ihr schon gesagt habt. Ne? Also dass das, glaube ich, die gesellschaftlichen Verhältnisse gerade in Neuseeland nicht unbedingt für sie sprechen und dass es sich da schon was aufgestaut hat und dem kann sie jetzt eigentlich durch diesen proaktiven Rücktritt
entrinnen, wäre jetzt meine Interpretation. Mhm. Tja, Melina, dann weiblicher als du geht schon gar nicht mehr, aber auch meist pessimistischer als du geht kaum noch. Deswegen bin ich also ein bisschen ahnig, was jetzt kommt. Aber dein Take, warum geht Jacinda Ardern? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie geht, bevor sie verjagt wird. Ja, also sie ist ja mal als ganz große Hoffnungsträgerin angetreten und galt also wahnsinnig empathisch. Und damals, als dieses Massaker in Christchurch war, hat sie sich also so verhalten, dass die Neuseeländer ihr quasi zugejubelt haben. Das hat sich natürlich extrem gedreht, ja, weil sie hat so viele Existenzen zerstört durch ihre No-Covid-Politik. Die Leute sehen auch, dass das relativer Blödsinn war. Und man kann im Grunde den Verfall, den ich hier durchaus abnehme, auch an ihrem Gesicht ablesen. Es gibt so eine Collage von 4 Bildern. Sie in jung, sie in etwas älter, sie als sie angefangen hat zu regieren und jetzt. Das ist schon enorm, wie die Frau abgebaut hat. Also ist wahrscheinlich sehr mager geworden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da persönliche Gründe gibt und sie ist ausgebrannt. Und wenn es so sein sollte, dass das World Economic Forum mit Herrn Schwab damit irgendwas zu tun haben, dann könnte es natürlich sein, dass sie sagen, okay, da muss was Frisches her ja, für die nächste Pandemie. Ihr habt es jetzt schon mehrfach erwähnt und Melina gab mir jetzt gerade auch das Stichwort, es ist ja fast schon wie in einer funktionierenden Ehe, liebe Melina, das war Gedankenlesen, ja. Es ist wie in einer funktionierenden Ehe, du bist in Berlin und ich in Köln. Das gibt jetzt wieder Kommentare von glücklich Verheirateten, dann immer her damit, das ist natürlich schön, aber ja, die Entfernungsbeziehungen, so, die haben durchaus Vorteile. Aber zum Thema, wir haben ja Arbeit. Nach Corona ist irgendwie auch vor der Pandemie und ihr habt schon mehrfach das WEF erwähnt, das ist ja, bevor wir unbedingt darüber sprechen wollen, liebe Jasmin, und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ohnehin lange beschäftigst aus Leidenschaft dafür. In Sachen Corona geht es ja immer weiter zurück. Nicht Bayern hebt die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen auf. Hubertus Heil kündigt ganz stolz an, dass er per Ministerverordnung auch die Arbeitsschutzverordnung zu Corona aufhebt. Und dann gibt es da Karl Lauterbach, der ist die Bindeklammer. Der ist auch in Davos, Jasmin, und hat da auch was angekündigt, nämlich, dass er noch viel vorhat. Ne? Denn die späteren Pandemien, auf die er sich da schon bezieht, die seien ja Folge des Klimawandels. Also welch Wahnsinn, da verbinden sich in dieser Person gleich ganz verschiedene Dinge. Also ist Davos für dich, bevor wir zu den Wirtschaftsthemen kommen, auch die Instanz, wo dann das nächste pandemische Geschehen wieder vorbereitet wird, Jasmin? Ich weiß es nicht, okay? Weil die sind ja jetzt, schon meine, klar, wieder. Die haben natürlich eine, nein, guck mal, die haben ja eine Vision bei Davos, ja? Klaus Schwab, mein Lieblingsbösewicht, also mein Lieblings-Real-World-Bösewicht, der sieht ja aus wie aus einem Bond-Film. So, die haben ja natürlich eine Vision, die packen Sachen auf die Agenda, aber sie sind ja jetzt auch nicht so visionär, dass sie alles haben kommen sehen, oder? Ich meine, wir befinden uns ja in einer, sagen wir mal, nicht perfekt wirtschaftlichen Lage und die Leute hatten jetzt sozusagen das Sagen, sieht ja nicht besonders gut aus, was sie bisher gemacht haben, wenn man ganz ehrlich ist. Haben sie das alles kommen sehen? Ich glaube nicht, ja, weil die eben auch nicht Gott sind, auch wenn Klaus Schwab ein Gottkomplex nachgesagt wird, darüber reden wir ja vielleicht auch noch. Und ich frage mich sowieso, was Karl Lauterbach dort für eine Rolle spielt, wie man den dort wahrnimmt, ja, nur weil er, also weißt du, er ist in Davos, ja, er wurde eingeladen oder wie auch immer man da hinkommt, ich schätze mal mit Einladung. Aber nehmen die Leute ihn überhaupt ernst? Also, das ist meine Frage. Ist das, was er sagt, überhaupt relevant in diesem Umfeld? Versteht ihr, was ich meine? Natürlich achten wir darauf, was er sagt. Und ja, es hört sich an wie eine Drohung. So hat es ja auch Boris Reitschuster beschrieben, damit da wird noch was kommen. Oder was hattest du gerade gesagt, Paul? Wir haben viel vor. Wir haben noch viel vor. Wir haben viel vor, ja. Das hört sich an wie eine Drohung. Und ich denke auch, dass man das durchaus in Deutschland ernst nehmen kann. Aber ich frage mich, was in diesem Kontext World Economic Forum, wie man ihn wahrnimmt. Ja, das würde mich schon interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach ganz gut ins Bild passt, ja, weil da sitzen zum Beispiel der Pfizer-Chef Burla und schwärmt von neuen kombinierten Grippe-Corona-Impfungen. Mhm. Der Moderna-Boss war auch schon da und schwärmt auch von seinen neuen Projekten. Die sind jetzt so im mRNA-Meets-Dollar-Rausch, ja. Aber dann ist Lauterbach diese ein nützlicher Idiot, oder? Milena, wie würdest ich bin du das noch sehen? Ich bin noch nicht fertig. Nimm doch nicht die Pointe vorweg, Jasmin. Diese Gentherapie hätte es ja vor Corona nie zur Zulassung geschafft. Also da sind die Wirtschaftsbosse, die damit weiterhin viel Geld machen möchten. Da ist ein Olaf Scholz, ja, und wenn man dem zuhört, dann ist das ähnlich. Dann sagt er Ähnliches wie Lauterbach. Ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Sie wird kein Ende finden, wenn wir den Kreislauf, dass immer neue Mutanten
Varianten immer neue Infektionen auslösen, nicht endlich durchbrechen. So, und das heißt, diese Pandemie soll nie zu Ende gehen. Also Coronaviren sind ja immer am Grippe- und Erkältungsgeschehen beteiligt. Und dann sagt Scholz auch noch, dass bei der Bekämpfung von Pandemien die Staaten künftig wesentliche Kompetenzen an die WHO abgeben sollen. So, und da schließt sich doch der Kreis. Also dieser Plan, das globale, ein globales Gesundheitsregime aufzubauen, der ja schon mal zwischenzeitlich, dann ja nicht vom Tisch, aber in irgendwelchen Schubladen verschwunden war, weil auch nicht alle Staaten der Welt mitmachen. Diese WHO soll laut Merkel und wahrscheinlich auch laut sehr, sehr vieler Teilnehmer dieses Davos-Gipfels, die soll künftig bestimmen, wann Pandemie ist und den Staaten dann vorschreiben, was zu tun ist. Das ist so eine Art globale Regierung. Und die EU hat das Vertragswerk schon unterschrieben. Und ich bin ziemlich sicher, dass im Hintergrund an diesen unwilligen Ländern gearbeitet wird, also mit Versprechen, Geld und wahrscheinlich auch Erpressung. Und das Thema ist auf keinen Fall vom Tisch. Und wie gesagt, Lauterbach passt zu Merkel, passt zu Burla, passt zu Moderna. Die Profiteure scharren mit den Hufen. Übrigens hat Scholz auch gesagt, dass der Startschuss für BioNTech-Firmen in mehreren afrikanischen Ländern abgefeuert ist. In dieser Geschichte steckt so viel Geld drin und natürlich auch so viel Spaß an der Überwachung. Das wird nicht aufgegeben. Und Lauterbach passt da meiner Ansicht nach prima rein. Also ein bisschen was von beidem. Sehr wohl ein nützlicher Idiot für eine harte Agenda, die da ausgearbeitet wird in Davos. Und lieber Florian Warwick, was Jasmin ja schon sagte, die haben ja durchaus einiges verpasst, nicht? Es war ja interessant, wie dieser globale Risikobericht, den sie da rausgeben, der 5 Wochen vor Russlands Angriff auf die Ukraine vorgestellt wurde, völlig frei war von Angst vor irgendwelchen globalen Konflikten und Krisen und Ähnlichem. Und jetzt haben sie gerade am Mittwoch ihren neuen Bericht in London vorgestellt, diese WEF-Auguren und Weisen und sowas und reden also von nichts anderem als einer Welt, die gezeichnet sei von bewaffneten Konflikten. Man könne also sehr wohl sagen, so richtig, also die hellseherisch haben sie versagt da in Davos, aber das hält sie ja nicht ab, sehr selbstbewusst zu erklären, wie die Welt auszusehen hat. Deine Einschätzung dieses Vorgehens da in den Alpen, wie schätzt du das ein, Florian? Ja, ich will ganz kurz nochmal auf Jasmins Bemerkung zu Lauterbach nicht zu viel Bedeutung zu nämlich beim Messen, aber wie er dann auch mehrmals so ostentativ betont hat, dass er der Einzige sei, der eine Maske trägt. Also ich glaube schon, da habt ihr recht, inhaltlich passt er da rein, aber ich glaube so von seinem Habitus und seinem Typus würde man schon ganz gerne Mäuschen spielen, was ihm da für schräge Blicke vermutlich zugeworfen wären, selbst innerhalb der Davos-Elite, du, ja. Wenn da diese Type hast in der Schweiz, wo wirklich alle Maßnahmen aufgehoben worden sind, meines Wissens nach, und er dann auch ganz stolz sagt, ich bin hier der Einzige, obwohl wir alle getestet sind, obwohl es eigentlich nicht nötig ist, aber ich trage weiterhin Maske, weil das ist symbolisch total wichtig. Mhm. Ich glaube, das kommt auch bei den Leuten auch bizarr an, aber gleichzeitig natürlich sozusagen, was das Businessmodell angeht und das rein Inhaltliche, der liegt da auf Linie, das stimmt, aber ich glaube, diese Type sorgt auch da für Verwunderung. Aber nur das nochmal zu Lauti. Also der einzig uncoole Partygast da unter Milliardären und Sting und Snoop Dogg, die ja auch da sind und mittendrin Karl Lauterbach mit Maske, ja, ein schönes Bild, ja. Genau, also zumindest beim Coolheitsfaktor kann man nochmal, glaube ich, so ein bisschen nachtunen bei der nächsten, beim nächsten Casting. Gesundheitsminister. Ja gut, aber die anderen, die da konferieren, die führen ja einiges im Schilde. Milena hat ja schon das Thema Gesundheit angerissen. Aber ansonsten wird ja in Davos nach Krieg gebrüllt, nicht? Kriegswirtschaft muss her, die Rüstung muss aufgefahren werden, Panzer müssen geliefert werden, ob mit oder ohne amerikanischen Abrams-Panzern im Paket. Da wird nach Krieg gerufen. Da wird nach Krieg gerufen und natürlich auch relativ deutlich gesagt, dass das für die ein Businessmodell ist, ne? Also ich glaube, Chrystia Freeland, die Finanzministerin von Kanada, die da im O-Ton verkündet hat, der Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland in diesem Jahr wird der Weltwirtschaft einen enormen Schub geben. Wo man denkt, meint die das ernsthaft? Also A, diese Prognose, Russland wird noch in diesem Jahr besiegt, und B, das gibt der gesamten Welt einen wirtschaftlichen Boost. Also ich zumindest musste da kurz schlucken, ne? Weil die hat das mit so einer Vehemenz und Überzeugungskraft dargelegt in Davos, wo ich dachte, was für Typen sind da eigentlich in der Position, ne? Also selbst mit nur halbwegs
volkswirtschaftlichem Verständnis, weißt du, dass so eine Niederlage von Russland vielleicht einzelnen Sektoren in den USA neue Märkte eröffnen wird, aber insgesamt wird das bestimmt nicht der Weltwirtschaft einen Boost geben. Aber es zeugt natürlich auch nochmal von dieser enormen westlichen Zentriertheit, die, was auch ein Thema ist, wenn du anguckst, wer da in Davos ist, da hast du zwar ein paar kleinere Vertreter auch asiatischer Länder, aber insgesamt ist das natürlich Westeuropa, USA, Kanada, ein bisschen Japan noch und dann hört es aber auch auf, ne? Aber immerhin, die Bank of China finanziert mit, ne? Also die ist da einer der Großsponsoren. Also die Chinesen sind dann doch noch dabei. Aber was ich so interessant finde, normalerweise ignorieren die Mächtigen dieser Welt ja diese sogenannten Verschwörungstheorien über sie. Ja, also man hörte also relativ wenig über diese Verschwörungstheorien in Anführung zum WEF. Aber diesmal ist das ein bisschen anders. Also in diesmal gab es eine konzertierte oder orchestrierte Aktion verschiedener Zeitungen. Da sind Artikel erschienen über diese Verschwörungstheorien gegen das WEF. Das war so im Faktenchecker-Stil, die das WEF natürlich freisprechen sollen und diese und mögliche Zweifel an der Gutmenschlichkeit dieser Veranstaltung sofort stoppen sollen. Das ist im Grunde eine gute Nachricht. Das heißt, man kann diese Kritik wohl nicht mehr ignorieren. Mhm. Früher hätte man einfach gesagt, ja, unsere Medien berichten nicht drüber, das reicht. Und selbst Klaus Schwab hat jetzt von Gegenwind gesprochen, ja, den man natürlich bekämpfen will. Und ich meine, man kann davon ausgehen, dass der Kampf gegen diesen Gegenwind, zu dem wir ja auch irgendwie gehören, wir wehen ja ein bisschen mit, ja, dass dieser Kampf härter wird. Und ich fand ganz schön den Tweet von Elon Musk, der gesagt hat, das WEF wird zunehmend zu einer nicht gewählten Weltregierung, die die Menschen nie gefordert haben und die sie nicht wollen. Genau so ist es und da sind wir jetzt im Kampf. Also die, es gibt die diese, naja, selbsternannten Herrscher und so kommt mir dieser ganze WEF-Zirkus auch vor. Auch natürlich applaudiert von den von unseren Medien, vor allem von den öffentlich unredlichen Rundfunk, ja, wenn man denen lauscht, kein Wort der Kritik, sehr unterwürfige Berichterstattung. Sie hängen staunend an den Lippen der Mächtigen, ja. Und finden es auch nicht mal seltsam, wie die Konferenzteilnehmer, so auch so darunter so die großen Klimaretter wie Al Gore, der hat das ja zum Geschäftsmodell gemacht und ist damit sehr, sehr reich und sehr, sehr dick geworden, ja, wie die zum Beispiel anreisen. Also 1000 bis 1500 Privatjets. Also in Davos können die ja nicht landen, weil das ist ja ein Bergdorf. So, die landen also auf einem Flughafen knapp 2 Stunden von Davos entfernt. Ja, und dann fahren die mit dem Bus nach Davos? Nein, mit dem Auto. Nein, die werden natürlich mit dem Hubschrauber abgeholt und wow, dann mit ganz dicken SUVs ins Zentrum von Davos gebracht. Also und auch das wird das völlig als das Normalste der Welt hingenommen. Auch für diese Leute und auch für die öffentlich-rechtlichen Reporter ist diese Zweiklassengesellschaft etwas komplett Natürliches. Ja? Mhm. Dazu passt natürlich auch, dass es für die armen Doofis die CO2-Steuer gibt und keine CO2-Steuer für Superjachten und Privatjets. Das ist ja auch völlig verrückt, dass die, also diese Superspielzeuge der Reichen, von dieser Steuer ausgenommen sind. Also Melina, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich jetzt noch ausreichend distanzieren kann von all dem, was da kommt. Also betreibst Body-Shaming gegen Al Gore, dass der Mann dick geworden ist, erwähnst aber nicht Greta. Aber entschuldige mal. Erwähnst gleichmaßen aber nicht Greta Thunberg, deren man ja das Wohlgenährte bei ihrem letzten inszenierten Auftritt da in Deutschland auch angesehen hat. Dann haben wir hier zwei ehemalige Kollegen des russischen Staatsmediums RT, die dann auch noch böse Propaganda gegen den Westen verbreiten. Aber Spaß beiseite, ich möchte an dem anknüpfen, was Florian sagte, das ist ja offensichtlich so. Also der Westen sitzt da, der Westen in Trade Mark in Anführungsstrichen, auch daran zu erkennen, denke ich, dass Habeck dort ja ganz freimütig erklärt, also unser offizieller Wirtschaftsminister Habeck, ganz freimütig erklärt, er würde gerne Deutschland abwickeln und in einem europäischen Bundesstaat aufgehen lassen, der dann natürlich sofort mit den USA, der NATO zusammen Panzer liefert, um den Krieg in der Ukraine fortzuführen. Das ist recht eindeutig, es ist recht offen und ja, da scheint Gegenwind zu entstehen, auch in den Medien und auch erstmals ja, liebe Jasmin, das ist ja ein Leib- und Magenthema von dir, gegen den Gründer, die Gottgestalt, ein Bond-Bösewicht selber, diesen 85-jährigen Professor Schwab, der vor 52 Jahren das Weltwirtschaftsforum gegründet hat und über den die Welt jetzt schrieb, er habe einen Gottkomplex, denn es scheint ja die Nachfolge Schwabs zum Problem zu werden, wenn man sich das näher anschaut, du weißt da Näheres.
Naja, also ich habe den Artikel auch wirklich mit großem Interesse gelesen und ich möchte vielleicht nochmal vorweg eine Sache sagen zu dieser elitären Gruppe von Personen, die da in Davos zugegen sind. Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass wir auf der Erde ja eine Elite haben. Also es gibt immer Leute, die in bestimmten Bereichen also gut sind, ja, sehr gut, überdurchschnittlich gut, ob jetzt Athleten, Künstler oder was auch immer oder Unternehmer. Und das ist ja grundsätzlich kein Problem. Das Problem ist, wenn Leute elitär sind und meinen, Dinge entscheiden zu müssen für andere Leute. Das ist ja das Problem. Und das ist ja genau die Problematik, die wir in Davos sehen. Das sind Menschen, die zum Teil erfolgreich sind, andere auch nicht. Die sind halt über, weiß ich nicht, Connections dahin gekommen. Dann haben sie vielleicht andere Talente, ja, Netzwerken. Wenn wir jetzt Jeffrey Epstein nehmen, ist auch ein Talent, ja. Aber das wollte ich nur mal vorwegnehmen. Und das mit Klaus Schwab, diesen Artikel über seinen Gottkomplex, was ihm aus dem ja, WEF-Kreis irgendwie nachgesagt wird, was man sich ja durchaus vorstellen kann und dass er sich auch weigert, eben diese Nachfolge zu bestimmen, was wir ja auch kennen, vielleicht könnt ihr da ein bisschen was hinzufügen noch an Wissen, was man ja auch kennt aus anderen Ländern, wo Menschen bestimmte ja, Führungspersonen schon sehr lange im Amt sind. Ja, die wollen ja auch nicht, dass irgendwie ihre Macht herausgefordert wird. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, beruhigt mich das. Weil es bedeutet, dass wenn das nicht geregelt ist, ja, nicht eindeutig geregelt ist, dass das Ding auch ziemlich schnell zusammenfallen kann, wenn alles an einer Person irgendwie hängt. Wird es dann andere Sachen geben? Ja, aber vielleicht nicht mit demselben Standing, nicht mit demselben Netzwerk, nicht mit derselben Ausstrahlungskraft. Ja, weil das hat Schwab eben über diese Jahrzehnte auch aufgebaut. Das kann man so anerkennen, ja. Und deswegen finde ich es interessant, weil mir das nicht so klar war, dass wirklich alles so sehr an seiner Person hängt. Zumindest offiziell, ne? Also wir wissen nicht, wo die Fäden wirklich zusammengezogen werden. Ist Klaus Schwab dort der Gastgeber oder ist er wirklich der gottgleiche Herrscher dieses WEF-Imperiums? Das können wir so nicht wissen. Also und wir wissen auch nicht, ob es nicht längst Diskussionen gibt über die Nachfolge, ob die Nachfolge nicht längst geregelt ist. Also nur weil in einem Weltartikel steht, dass so ein paar Leute, die sich äußern, es haben sich ja auch viele nicht geäußert aus Angst, ja, weil sie da sofort rausgeschmissen werden. Aber das sagt ja, ist ja auch eine Aussage. Ja. Wenn Leute Angst haben, bedeutet das schon, dass dort eine gewisse Hierarchie auch herrscht, würde ich jetzt natürlich so interpretieren. Aber und natürlich hast du recht, ich interpretiere nur. Ja, klar. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Nachfolge nicht ein großes Thema ist. Ja? Und nicht unbedingt, möglicherweise entscheidet auch nicht Klaus Schwab über diese Nachfolge. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Also so optimistisch wäre ich da nicht. Ja, wer weiß, was da inszeniert ist und was nicht. Nicht die Welt schreibt das, also insbesondere Christine Lagarde, die berüchtigte EZB-Präsidentin, wohl hochgehandelt wird. Und die Welt behauptet, dass nicht genannte Young Global Leader, nein, die werden wir hier schon genau sein, die Mitglieder der Young Global Leader Gemeinschaft, dass diese Rhetorik ist ja wichtig für die Anhänger dieser Gruppen, die hätten die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals einen Nachfolger benennen würde. Ein nicht genanntes Mitglied dieser Community sagte auch noch, das WEF sei eine persönlichkeitsgesteuerte Organisation, deshalb nehme ich sie nicht mehr ernst. Da Klaus Schwab eben keinen Nachfolger benannt hat. Lieber Florian Warwick, man kann nur wieder spekulieren, aber es ist ja durchaus interessant zu überlegen. Nicht? Also stirbt mit Klaus Schwab denn demnächst auch das WEF und werden dann in Australien wieder die Bierflaschen hochgeworfen vor Jubel und woanders? Oder glaubst du, dass diese Organisation in der Lage ist, den Tod ihrer Zentralspinne im Netz zu überleben? Gut, ich wäre jetzt so anmaßend zu sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob man in Neuseeland und Australien das WEF so gut kennt, ne? Also das glaube ich, die Wahrnehmung in Europa auch stärker. Also auch bei den Amis spielen die ja keine Rolle, ne? Deswegen würde ich sogar denken, dass wir das hier die Rolle dieser lustigen Institution vielleicht auch überschätzen. Also auch wenn ich mir sehe, wen die, also kann man natürlich sagen, erfolgreich, aber schlussendlich ja doch eher mediocre Typen wie Annalena Baerbock dann irgendwie da in ihr Fellow-Programm aufnehmen. Das wäre jetzt stark untertrieben, lieber Florian. Entschuldige die Unterbrechung. Aber, ja. Du warst auch so verirrt, diese Relevanz haben die ihnen teilweise zugeschrieben wird. Da ist, glaube ich, viel Selbstbeweihräucherung und man glaubt selbst, man sei die Weltelite, das stimmt auf jeden Fall, aber ob man das wirklich ist und wenn man sich gerade jetzt dieses Jahr die Jungs und Mädels anguckt, die da auftauchen, das ist ja teilweise echt maximal zweite, dritte Garde. Also das ist so der erste Punkt. Ich glaube, da würde ich tatsächlich sagen, tendenziell wird das eher überschätzt, die Wirkung. Das zweite mit Klaus
S würde ich tatsächlich denken, aber das ist jetzt rein intuitiv, dass damit ein Bedeutungsverlust einhergehen wird, weil egal wer ihn ersetzt, wird nicht dieselben Netzwerke haben und er polarisiert natürlich auch, also es hilft ja auch für die Außenwahrnehmung, auch was wir hier machen, wir verbringen ja schon relativ viel Zeit darüber zu sprechen, das wird, glaube ich, nachlassen, so die mediale Aufmerksamkeit, komplett verschwinden wird es nicht, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es damit einen Bedeutungs- oder zumindest Wahrnehmungsverlust einhergehen könnte. Ich glaube das nicht, weil das WEF halte ich für, also ich halte das auch nicht für überschätzt, wenn man bedenkt, dass die wichtigsten Firmen oder die größten und mächtigsten Firmen der Welt dort Mitglied sind, ja, alle dieser Firmen, dass ein BlackRock-Chef Larry Fink jedes Jahr dort aufschlägt, ja, der soll ja jetzt auch, glaube ich, die Ukraine wieder aufbauen. Das sind so Sachen, die dort in den Hinterzimmern beschlossen werden. Dazu kommen dann noch ein paar Politiker, die das dann abnicken dürfen. Also man hat nicht den Eindruck, dass die Scholzens dieser Welt dort die Hauptrolle spielen. Ja, also die sind, die sind vielleicht die zweite Garde. Aber die wirklich Mächtigen, die sind schon dort. Die sind schon dort und die besprechen in ihren Hinterzimmern, wie sie sich zumindest die Welt vorstellen und wohin das jetzt dann geleitet werden soll. Ich meine, die Frage ist, ob das dann genauso funktioniert. Aber den Anspruch haben die, glaube ich, dort schon. Und ich glaube auch nicht, dass Larry Fink zu irgendwelchen zweitrangigen Tagungen fliegt. Also ich glaube, also ich würde da nur noch auch hinzufügen, ich stimme dir zu, Milena, insofern, dass es durchaus eine Relevanz hat, weil ich erinnere mich an dieses eine Video mit Klaus Schwab, wo er ja auch ganz stolz verkündet, dass er meint, we penetrated the cabinets. Ja, also sie haben die Parlamente auf der Welt penetriert, eben mit diesen Young Global Leaders, um diese Ideen, die ja dort auch entwickelt werden und eben auch diese Idee der Public-Private Partnership, das ist ja im Wesentlichen, was ja auch im World Economic Forum auch besprochen wird, um das durchzusetzen und es wird auch durchgesetzt, ja. Ich meine, also das kann man wirklich feststellen, aber was ich vielleicht noch, was positiv daran ist, das Tolle ist, wenn die unter sich sind, die reden so frei und offen, dass das alles eigentlich da ist, die Information. Also auch hier Marc Friedrich hat auf Twitter geteilt, der Tony Blair, ne, ehemaliger was Ministerpräsident Großbritannien Prime Minister, der hat ja auch über hier digitales Notenbankgeld gesprochen, über CO2-Konten, sogenannte Social Credit Programs und so weiter. Das heißt, die sind da schon sehr frei und reden darüber. Und das ist halt eine Sache, die nicht, das ist sehr positiv, dass es da ist, die Information. Aber das hat Adolf Nazi auch getan und hat sogar in einem Buch ausführlich erklärt, was er vorhat. Geholfen hat es wenig, also ihn abzuwehren. Also diesen Vergleich würde ich jetzt hier in dem Fall nicht machen. Nein, es ist kein Vergleich der Agenden dieser beiden Gruppen. Ach so, aber ich sage, er war auch ganz offen mit seinen Vorhaben und hat der Welt dargelegt, was er vorhat. In aller Abgründigkeit wusste es jeder und jeder hätte es vorher wissen können. Ähnlich läuft es jetzt beim WEF, da gebe ich dir völlig recht. Die treffen sich da, sind völlig ungehemmt, völlig ungeniert, lassen da den größten Blödsinn vom Stapel. Habeck spricht davon, Deutschland abzuwickeln als Minister dieses Landes. Da muss man weder Nationalist sein noch sonst wie politisch irgendwo anders stehen. Das ist aber offenkundig, was die wollen und offenkundig ja auch, was die an wirtschaftlich wollen. Wir sprachen schon drüber, dieses neue Wettrüsten, was da losgeht und diese Kriegswirtschaft, die herbeigeredet wird. Hilft es uns, wollte ich fragen, Jasmin, hilft es uns, dass das offen da liegt? Schwächt die das? Also ich finde ja. Ich finde grundsätzlich ist es gut, dass die Information da ist. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt auch für uns, dass wir darüber reden können. Ja, ich verstehe durchaus diese Übermacht der sogenannten Leitmedien, dass sie das vielleicht anders sehen, aber es wird schon viel mehr berichtet darüber. Ich weiß, dass diese Veränderung manchmal nicht so offensichtlich ist, aber es hat sich so viel getan die letzten Jahre. Wir waren vor 5 Jahren eine der wenigen Medien damals noch in der Sendung, die über das World Economic Forum überhaupt was gemacht haben. Und jetzt ist es überall. Und das ist innerhalb von 7 Jahren passiert. Wir meinen also Russia schon, Today für die ja, Zuhörer da draußen. Also jetzt in der Sendung der fehlende Part. Und ich finde schon, dass man da, ja, die Veränderungen sind klein, aber es passiert was. Das will ich nur sagen. Ja, absolut. Deswegen ja auch diese konzertierte Aktion, um gleich die Verschwörungsmythen, die sogenannten zu entkräften. Dieser Zeitung. Ich möchte noch einen kleinen Nachtrag zu, was du hast gesagt, Tony Blair hat auch von der Einführung des digitalen Geldes gesprochen. Das passt auch sehr gut zusammen. Laut Ernst Wolf hat das WEF letztes Jahr mit 13 Forschungsteams in Indien, Indonesien, Nigeria und Mexiko untersucht, wie eine digitale Zentralbankwährung eingeführt werden kann, finanziert
finanziert wurde das von der Bill and Melinda Gates Stiftung. Ja, ich glaube auch, dass es auch kein Zufall ist, was dort Tony Blair, der ja früher immer als Pudel der Amerikaner geframed wurde, wobei sich mein Pudel dagegen energisch verwehrt. Ja. Er ist vielleicht eher der Pinscher der Amerikaner gewesen und möglicherweise ist er jetzt der Pinscher von Klaus Schwab. Er wurde ja auch schon als Nachfolger gehandelt. Also das Kommentare des Pinscher-Bundesverbandes, liebe Michael. Ja, okay, ich mag eigentlich mag ich ja auch Pinscher. Ja? Also das, so ist es ja nicht. Ich mag ja alle Hunde. Na, aber tatsächlich passt das alles immer so gut zusammen. Ja? Also und witzigerweise Bill und Melinda Gates ist es halt auch immer wie in all diesen Private Public Verbindungen oder in den Partnerships. Danke für das Wort. Genau. Sind die halt auch immer dabei. Und wie gesagt, Tony Blair sagt es offen, im Hintergrund haben sie längst diese Researches gemacht. Also ja, da passiert eine Menge im Hintergrund. Aber wenn man genau aufpasst, hast du recht, Jasmin, dann kann man da schon einiges heraushören und heraussehen, wenn man wach ist. Meine Güte, Optimismus bei Milena Preradovic und das herbeigeführt von Jasmin. Aber da wird jetzt frei von der Leber weggesprochen. Das will ich ehrlich gesagt, ohne jetzt dass das anmaßen klingt, aber so ein bisschen als naiv bezeichnen, weil das ist ja gerade, dass das Davos sozusagen oder das WF so eine Verlautbarungsplattform geworden ist für gewisse Sachen. Aber die ganzen Hintergrundgespräche, die auch schon erwähnt worden sind, da dringt ja eigentlich nichts an die Öffentlichkeit. Ne? Da werden gewisse Agenden und die werden ja sehr bewusst nach außen getragen. Aber die gesamten, und das ist ja eins der Hauptziele, ist ja eher dieser informelle Austausch von Funktionseliten, Wirtschaftseliten, Politikeliten. Davon kriegen wir ja nach wie vor nichts mit. Das ist ja eigentlich so ein der Hauptdinge, wieso man sich da überhaupt in Davos trifft. Und nebenbei haut man halt ein paar Sachen raus, von denen man beschlossen hat, das können wir jetzt auch nach außen kommunizieren. Da habe ich zumindest eine bisschen andere Wahrnehmung von dem Funktionieren. Ja, du willst zu viel auf einmal, Warbeck. Das ist das Ding. Verstehst du? Das ist ja alles, das sind ja verschiedene Ebenen. Ja, das ist so, weißt du? Jetzt kommen die alten Geschichten aus der gemeinsamen Redaktion. Früher hat ja niemand so wirklich über World Economic Forum. Nein, es ist einfach nur, das dauert ja einfach einen Moment. Natürlich, ich gebe dir recht, im Hintergrund laufen noch ganz andere Gespräche ab. Die Deals, die so im Detail oder ne, der Handschlag, der geschieht, der passiert nicht vor laufender Kamera. Da gebe ich dir recht. Wenn wir jetzt quasi einen funktionierenden Journalismus hätten, dann würden die eins und eins zusammenzählen von den Dingen, die da in der Öffentlichkeit gesagt werden und sagen, wie äußert sich das in einer Public-Private Partnership mit Pfizer? Okay, kann man ja so ganz trocken fragen, muss man ja nicht immer irgendwie mit irgendwelchen Spekulationen verbinden. Und das ist aber dann der nächste Schritt. Vielleicht passiert das noch, vielleicht auch nicht, aber ich gebe dir schon recht, natürlich passieren im Hintergrund Dinge, von denen wir nichts mitbekommen, selbstverständlich. Was wir aber im Vordergrund sehr wohl mitbekommen, ihr Lieben, das ist das Gebrüll nach Kriegswirtschaft. Da ist jetzt gerade in Deutschland ein neuer Verteidigungsminister benannt worden. Die, sagen wir mal, glücklose Christine Lamprecht hat sich selbst entlassen, wahrscheinlich auch durchaus auf Druck des Kanzlers dahinter. Nun kommt ein Boris Pistorius ins Amt, der auf jeden Fall Gewinner des Lookalike-Wettbewerbs mit einem CDU-Spitzenpolitiker ist, denn wer die beiden auf Fotos auseinanderhalten kann, der ist wirklich gut. Reitschuster schreibt über Herrn Pistorius. Ganz kurz, hat einer von euch die beiden schon mal in einem Raum gesehen? Ah, jetzt kommt neue Verschwörungstheorie. Es soll Archivfotos geben. Ja. Mhm, das ist interessante Verschwörungstheorie. Mit Fotos kannst du alles machen. Pistorius jedenfalls ist früherer Oberbürgermeister von Osnabrück und ist dort, sagt Reitschuster, aufgefallen durch einen strammen Kampf gegen rechts, wie die Stigmatisierung und Verfolgung von Regierungsgegnern heute ja heißt. Bekanntlich ist Pistorius übrigens auch fast 6 Jahre mit Schröders Ex-Doris Schröder-Köpf liiert gewesen und, das dürfte euch beiden gefallen, Jasmin und Florian, im Sinne von Schröder und seinen Moskauer Freunden ist es wohl so, dass Pistorius für die Aufhebung der Russland-Sanktionen bisher eintrat. Nun aber fällt auf, dass er anlässlich des Rammstein-Treffens, das gerade ja läuft, wo sich also die Westalliierten zusammensetzen und über ihre Militärplanung beraten, dort hat er sich von Schmerkels Diktum distanziert, dass Deutschland nur dann Kampfpanzer liefere, wenn die Amerikaner das gleichermaßen täten. Ein solches Jungteam sei ihm nicht bekannt. Also kommt mit Pistorius jetzt vielleicht endlich, in Anführungsstrichen, der Verteidigungsminister, der Deutschland in den Krieg führt, lieber Florian Warwick. Es sieht zumindest so aus, als ob das alles sehr in die Richtung inszeniert wird. Oder siehst du es anders? Also was auf jeden Fall inszeniert wurde oder zeitlich sehr gut durchgeplant, ist der Rücktritt von Lamprecht vor diesem Rammstein-Treffen. Also da war, glaube ich, schon
im Kanzleramt klar, dass man zum nächsten Rammstein-Treffen den aktuellen Amtsinhaber schon da haben will und nicht mehr Lambrecht. Ansonsten würde ich erdenken, ihm wird ja eine enge Verbindung zu Scholz zugetragen und er wurde jetzt ja auch nicht zufällig ausgewählt. Und ich würde Scholz immer noch zugestehen, trotz allem, dass er da seine ja irgendwie, also zumindest aus meiner Perspektive muss man ja fast noch dankbar sein, dass da ein Scholz als Kanzler ist und nicht BlackRock Merz, da wären die Panzer vermutlich jetzt schon gerollt. Und ich würde das jetzt ein bisschen anders einschätzen, glaube ich, als es bei dir in deiner Frage durchklang. Also ich glaube, das ist völlig unzulässig. Das hätte ich sofort raus, Florian. Das geht gar nicht. Oh, sofort. Also dass er eingesetzt wurde, vielmehr, damit Scholz ein bisschen seine Linie weiterhin aufrechterhalten kann, mit ein bisschen weniger medialem Beschuss, weil Lambrecht, das ging einfach gar nicht mehr, egal aus welchen Perspektiven. Und hier hast du zumindest einen gestandenen Innenminister, kannst du fragen, wie viel Expertise im Militärbereich, aber das kann man bei allen einige Monate Grundwehrdienst, lass mich das zwischenschieben, die hat er gemacht. Was nochmal? Immerhin. Einige Monate Grundwehrdienst hat er mal gemacht, so viel zur militärischen Expertise, das wollte ich noch reinschieben. Ja, wobei, ich meine, das, wenn man sich die ganzen NATO-Verteidigungsminister anguckt, da gibt es, glaube ich, drei, die sind irgendwie Berufssoldaten. Ich weiß auch gar nicht, in ob so einem Ministeramt, ob man da unbedingt vorher Militär gewesen sein muss, weil da werden, glaube ich, auch andere Qualitäten abgefragt als jetzt direkte militärisches Können. Dafür hat er auch nochmal einen anderen Stab. Aber jetzt habe ich mich ja völlig verquatscht und habe schon wieder den roten Faden verloren. Deswegen würde ich sagen, gib das ist in dem Format gewollt. Erzähl einfach weiter. Gerne über das, was du, Jasmin und du früher gemeinsam in der Redaktion so erlebt haben. Und alles Schmutzige. Einfach raus damit. Das alles raus, ja. So viel gemeinsam war da gar nicht, weil ich war online und Jasmin Video und wie in fast allen Redaktionen, da gab es schon Austausch, aber sozusagen Videoproduktion und Online-Produktionen haben gar nicht so viel Austausch, wie man sich das vielleicht überlegt. Aber es gäbe trotzdem dreckige Details. Aber ich würde sagen, ich hatte mit Jasmin gesprochen. Dafür machen wir eine extra Ausgabe bei dir. Ich wollte gerade sagen, es kommt am Ende der Sendung. Dann würden die Leute jetzt länger durchhalten. Aber also, ich würde sagst, noch mal was zum Verteidigungsminister unbedingt, sagen. Unbedingt, denn das Thema ist ja leider immer noch da. Und wir konnten es nicht wegreden, liebe Milena Preradovic. Also ich finde dieses ganze Theater um das Verteidigungsministerium ziemlich überzogen, muss ich sagen, auch um die Wichtigkeit. Ich halte diesen Posten gar nicht für so wahnsinnig wichtig. So ein Verteidigungsminister muss halt irgendwie Englisch können oder einen guten Dolmetscher haben, damit er die Anordnungen aus den USA richtig verstehen kann. Ja, also darum geht es, weil ich glaube nicht, dass Deutschland eine komplett unabhängige Verteidigungsstrategie hat. Ich glaube, da wird mir wahrscheinlich auch niemand widersprechen. Und Pistorius war wahrscheinlich der Einzige, der gedient hat, den sie finden konnten. Ja. Aber ansonsten glaubst wird du, dass auch das ein Pistorius... Ein Entschuldige, glaubst du wirklich, dass das wichtig war, dass da einer gedient hat? Ich glaube schon, dass man da, also ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich glaube schon, dass es ja, dass man da ein bisschen drauf geguckt hat. Aber was wird Pistorius mit der Bundeswehr machen? Ja, er sagt, er wird sie vorbereiten auf das, was da kommen mag, was auch immer das ist. Er wird natürlich gar nichts auf die Reihe kriegen. Wie auch vorher die nicht, ja? Ich meine, was denn? Die Wehrbeauftragte Högel fordert jetzt, glaube ich, schon 300 Milliarden Sondervermögen. Es geht im Grunde nicht um die Bundeswehr, es geht darum, die Rüstungsindustrie aufzubauen. Ja, ob das die deutsche ist oder noch mehr die amerikanische. Aber diese Bundeswehr ist kaputt gespart. Diese Strukturen funktionieren anscheinend auch nicht mehr. Das hat so ein bisschen was von ARD und ZDF, nicht reformierbar. Gut, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ne? So gut kenne ich mich nicht aus. Aber auch das alles, was Frau Lambrecht angekreidet wurde, hat natürlich Frau Lambrecht ja auch gar nicht alles verbrochen. Ja? Die hat ja auch schon so eine marode Kiste übernommen. Und auch AKK vorher hat eine marode Kiste übernommen. Und die Flüchtige nach Brüssel, die von der Leyen hat, die hat auch schon, also im Grunde war das Ding schon lange marode, weil man sich immer auf die NATO, die Amerikaner verlassen hat. Und jetzt wird ein Riesengeschrei gemacht um das Verteidigungsministerium, um die Bundeswehr, aber es geht auch hier, gilt der Satz follow the money. Für kaputt gespart im Zusammenhang mit der Bundeswehr musste ich mir von ein paar berenteten Altmarxisten neulich sehr böse Dinge anhören, dass ich ja dann in den Krieg möchte, wenn ich so etwas behaupte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das nochmal auseinanderzunehmen, egal wo man da steht, dem Militär gegenüber und der Bundeswehr im Speziellen.
Tatsächlich ist die einfach chronisch unterfinanziert für das, was da ihr Auftrag war, offiziell. Ob man das nun gut findet oder nicht. Und über den Auftrag kann man natürlich diskutieren. Aber die NZZ schreibt dazu sehr treffend, die Europäer hatten sich in den letzten Jahrzehnten auf Cyberkriegsführung und terroristische Angriffe eingestellt. Einen konventionellen Großkrieg hielt man für wenig wahrscheinlich. Der Schock des russischen Angriffs saß deshalb tief. Deutschland will nun 100 Milliarden Euro einsetzen, um Defizite an der Ausrüstung zu beseitigen. Japan gar über 320 Milliarden Dollar. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte in der Frankfurter Allgemeinen Regierungszeitung dazu am Wochenende, man müsse die Produktion hochfahren. Die deutsche Rüstungsindustrie hat seit dem Fall des Eisernen Vorhangs eben stark an Bedeutung verloren und beschäftigt heute nur noch 65.000 Personen. Sie gelte nicht einmal mehr als systemkritisch, im Gegensatz etwa zu den Automobilfirmen mit rund 800.000 Mitarbeitenden. Und da, lieber Florian, liegt es für mich irgendwie. Also alles Gerede und Diskutiererei, was ich hier höre, auch mit 300 Milliarden von Frau Högel, das geht doch alles sehr stark in Richtung Ausbau der Rüstungsindustrie. Und da schlägt dann diese Regierung doch sicherlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Angesichts unserer Inflationslage und der Wirtschaftsproblematik liegt das doch sehr nahe, nicht? Hurra, Rüstungsindustrie. Damit können wir uns an den eigenen Haaren aus dem wirtschaftlichen Zustand ziehen. Ja, wobei ich würde zum einen, ich mit Jahrgang 79 kann ich ja vielleicht auch noch einen auf Pseudo-Altmarxist machen, aber ich sehe diesen Diskurs Bundeswehr kaputt gespart, ehrlich gesagt auch so ein bisschen kritisch, weil das letzte Bundeswehrbudget lag bei fast 60 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet, das entspricht ungefähr dem, oder entsprach zu dem Zeitpunkt dem Militärhaushalt Russlands, ja, aber da Land, ja das nicht um die 20 Mal Höhe. Größer ist und dann, auch Atom. Dann ist es ist Missmanagement. Ja, aber darauf wollte ich ja hinaus, dass sozusagen der Punkt ist, glaube ich, nicht, du hast diese enorme Summe, da gab es in den letzten Jahren ja auch schon entsprechende Aufwüchse. Und wie gesagt, wenn man sich das bewusst macht, dass auch das letzte, oder jetzt vorletzte Militärbudget, auch Bundeswehrbudget ungefähr auf der Höhe des russischen war, die nebenbei noch dann ihre gigantische Nuklearmacht mitfinanzieren müssen und auch eine Marinestreitkräfte, die weit größer sind als die der Deutschen, plus 20 mal größeres Land mit den entsprechenden Landesgrenzen, die du verteidigen musst, dann spricht das für mich schon eher für eine enorme Misswirtschaft und da eher die Frage, wo geht dieses Geld hin, aber nicht unbedingt, dass die kaputt gespart wurde. Also das ist, glaube ich, bei 60 Milliarden, wenn man sich auch anguckt, was da die Nachbarstaaten vergleichsweise investieren, würde ich die Diskussion so ein bisschen in die andere Richtung lenken. Dass da viel im Argen liegt, auch was ihr konkret benannt habt, das steht außer Frage, aber ich glaube, das ist dann, vielleicht ging das eher in die McKinsey-Berater von der Leyen und Co. Aber dieses Märchen, die Bundeswehr kaputt gespart, das hat für mich auch so ein bisschen so ein Lobby bei. Ja, Moment. Klang. Also die Waffenindustrie bezahlt mich nicht, dass ich es wüsste. Also wer weiß, ob hinter den Spendern zum Teil die Waffenindustrie steckt, die da dann komischerweise nicht Milliarden und Millionen oder sonst was überweist. Ja, ich jetzt noch meine Exklusivstory nach unserem Gespräch. Ja. Aber du hast recht, ich wusste es, du hast nur deswegen zugesagt. Moment, Sekunde, also lass mich das bitte kurz einwenden, denn es geht mir nicht bei dem Hinweis, dass es ein strukturelles Finanzierungsproblem geht, darum, dass die Höhe nicht stimmen sollte. Ich gebe dir völlig recht, die astronomischen Summen, die in unsere Bundeswehr fließen, die sind beeindruckend, absolut, und auch 100 Milliarden Sondervermögen, was eigentlich Schulden heißt, neue Schulden, die dann wir und unsere Kinder bezahlen dürfen. Das sind extreme Summen. Aber ist ja egal, wie hoch die absolut sind, wenn man der Bundeswehr gleichzeitig einen Auftrag gibt und den Soldaten der Bundeswehr überall auf der Welt in Anführungsstrichen Polizei zu spielen und man das damit nicht bezahlen kann. Das ist einfach ein Missverhältnis zwischen Auftrag und Erwartung und der Finanzierung. Das meine ich mit kaputt gespart oder nicht ausreichend finanziert. Wir können uns doch sehr wohl darüber unterhalten, was soll diese Bundeswehr eigentlich leisten? Wozu ist sie da? Da können auch Pazifisten sagen, wozu ist eine Armee überhaupt da? Da möchte ich ja gar nicht eine Richtung vorgeben. Ich sage nur, bei dem, wenn man sich anguckt, was die Bundeswehr alles tun muss und was sie am Laufen halten soll, dafür kann das Geld einfach nicht reichen. Man betreibt nicht U-Boote, Urteabfangflotten und weltweite Polizeieinsätze eben mit diesem Betrag. Da ist es egal, dass das ein sehr hoher Betrag ist. Also insofern denke ich, Florian, widerspricht sich das jetzt nicht zwischen uns. Und sagen wir, diesen Aspekt sozusagen, was wirklich. Und das wäre auch eigentlich eine Rückführung zum Grundgesetz. Das wurde bisher diesbezüglich auch nicht geändert. Ist das ja eine reine Verteidigungsarmee? Dann kannst du natürlich sagen, Deutschland mit seiner wirtschaftlichen Bedeutung, bla, blub. Aber ich wäre jetzt auch eher ein Vertreter, wo ich denke, okay, eine gut ausgerüstete Verteidigungsarmee, die explizit Verteidigungsaufgaben übernehmen kann,
da stehe ich auch dahinter. Ja? Aber das ist ja dann schon, da kommen wir auch wieder zusammen, dass sozusagen diese Verteidigungsaufgaben, da wurde, glaube ich, tatsächlich fehlinvestiert und dann dafür hast du aber halt so diese Pseudopolizeiaufgaben, Deutschland im Hindukusch verteidigt etc., in die dann die Gelder vermutlich teilweise flossen. Und das in dieser Mischung hat dann natürlich zum Niedergang beigetragen. Das würde ich so sehen. Aber dann wäre es ja eher eine Restrukturierung. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr tatsächlich mehr Geld braucht, ne? Nee, wenn der Auftrag geändert werden würde, dann könnte man bestimmt eine ganze Menge an Kosten sparen. Und da bin ich völlig auf deiner Seite. Vielleicht bin ich ja auch Altmarxist, jetzt muss ich in mich gehen. Das hast du mich ganz verwirrt, lieber Florian. Frag mal deinen Psychoanalytiker. Zersetzung der russischen Staatsmedien an mir persönlich. Ja, also wenn die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee wäre und darauf konzentriert werden würde, müssten wir uns viele Fragen stellen, die jetzt momentan nicht gestellt werden. Was passiert aktuell, liebe Jasmin, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen, ist aber, dass wir die weiter ausbauen zu einer weltweiten Einsatzarmee und jetzt bestellt beispielsweise, hat Frau Lamprecht noch als eine letzte Amtshandlung 60 sogenannte Chinook-Transporthubschrauber bestellt. Und wenn man, wie ich, Fixed-Wing-Pilot ist und Hubschrauber für eigentlich fliegende Unwuchten hält, dabei grüße ich sehr herzlich hier meinen Lieblingshubschrauberpiloten im Range eines Oberstleutnants der Luftwaffe, dann wundert man sich über diese Wahl speziell, weil diese Transporthubschrauber sind chronisch problematisch, stürzen dann gerne mal ab, weil beispielsweise so große Walnussbrösel im Schmieröl ihrer Rotoren irgendwo entdeckt werden. Und gerade die haben wir bestellt und die sollen jetzt doppelt so viel kosten wie vorher. Statt 6 Milliarden sind es jetzt 12 Milliarden, die an die amerikanische Armee dafür sollen. Also ich bleib dabei, Jasmin, das Ganze ist ein wirtschaftliches, ein Konjunkturprogramm für die Rüstungsindustrie, speziell in Amerika. Bitte beweis mir das Gegenteil oder erleuchte mich irgendwie. Ich kann dir das Gegenteil nicht beweisen. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob das so ein Hubschrauber war, der da in Kiew abgestürzt ist mit dem Innenminister, glaube ich. Das war ein französisches Modell. Ja. Französisches Modell, ja. Aber auch mit sehr schlechter Reputation. Ja, genau, weil ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass die Ursache noch nicht geklärt war. Und ich so, dann war es vielleicht doch ein technischer Fehler, weil wenn die Ursache eine andere wäre, dann hätten wir es schon gehört. Also das war so, das war jetzt so meine instinktive Reaktion. Ich habe, das war nur was. Außer die ukrainische Flak hat damit was zu tun, dann hätten wir es auch nicht gehört. Okay, da gebe ich dir auch recht, aber ich glaube, dass tatsächlich jetzt mit dem, was ich jetzt so gesammelt habe über Helikopter, ich weiß nicht viel darüber, okay, ich gebe zu, aber dass die tatsächlich sehr anfällig sind und da mal auch schnell was passieren kann. Jetzt auf deine Frage hin, also ich bin nun wirklich kein Militärexperte, aber wir quatschen ja hier. Ich weiß, dass die deutsche Armee zu einer Berufsarmee quasi entwickelt wurde, ja. Also man hat ja auch die Wehrpflicht eingestellt und ich erinnere mich aus Gesprächen mit Experten, dass sie das so formuliert hatten. Was das jetzt bedeutet mit diesen Preisen, die da in die Höhe steigen, klar, man kann jetzt auch sagen, Inflation, Lieferketten, bla bla bla, am Ende, ganz ehrlich, ob du jetzt dann, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Geldwäsche zu tun, sorry, ja, ich werde dieses Wort jetzt einfach mal hier in den Raum werfen. Du nennst es Konjunkturpaket für die hier Waffenhersteller. Ich sag Geldwäsche, irgendwo geht das Geld hin, niemand weiß wohin, wo ist es geblieben, I don't know. Irgendwo wird es schon angekommen sein, ja. Und deswegen ist, glaube ich, so Krieg und diese unglaublichen Mengen an Geld, die von der EU in die Ukraine, in die USA, überall hingeschoben werden. Wer kann das denn überhaupt noch nachvollziehen? Es ist unmöglich. Irgendjemand wird schon reich werden am Ende, da bin ich mir sicher. Wir sind's nicht. Ja, das ist klar. Aber was diese Chinook-Hubschrauber angeht, da ging es ja auch, glaube ich, darum, dass die deutsche Regierung da irgendwelche Sonderwünsche hatte. Ja. Ich glaube, beheizbare Sitze oder so. Wirklich? Nein. Ladekabel für Internet, für genau, Geräte von Söhnen. Massagesitze. Massagesitze und betanken in der Luft und solche Sachen. Siegen lernen. Ja, genau. Also ihr werdet albern. Also betanken in der Luft und so weiter. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Hubschrauber einen schlechten Ruf haben, ja, so ähnlich wie diese Puma-Panzer, dann fragt man sich natürlich, warum haben Scholz und Lamprecht, die haben es nämlich gemeinsam getan, die bestellt. So, da kommt mir nur in den Sinn, man hat ihnen gesagt, sie sollen sie bestellen. Und da bin ich wieder bei unseren amerikanischen Freunden, ja. Warum sollte man beschissene Hubschrauber bestellen, wenn man nicht dazu gezwungen wird in irgendeiner Form?
Eben. Gezwungen, erpresst, bestochen oder einfach nur Big Brother sagt mal, Lunge, mach deine Arbeit, ja. Mhm. Also ich glaube, so einfach ist das. Eben. Und vor allen Dingen auch gegen, also sozusagen, soweit ich das mitbekommen hatte, hat ja sozusagen die militärische Führung der Bundeswehr sich dagegen ausgesprochen, ne? Also haben sich dann tatsächlich die zwei von dir genannten Protagonisten, die Zivilisten, gegen die Empfehlung der Bundeswehrführung gestellt und diese Nummer da in den USA in Auftrag gegeben. Das spricht natürlich, was heißt spricht, aber es sind zumindest Indizien, dass da tatsächlich die Ansage eher aus Washington kam, als dass das irgendwie eine rationale Entscheidung im Sinne dieser bizarren Republik hier war. Aber da kommen wir doch nicht zusammen. Darf ich noch eine Frage stellen? Nein. Das ist nur eine kurze Sache. Auf keinen Fall, Jasmin, darfst du nicht. Zwar, alle haben sich ja so gefreut, dass Lambrecht jetzt zurücktritt. Und klar, ich kann auch nachvollziehen, sie hat wirklich, wirklich kein gutes Bild abgegeben. Ja, also es hat überhaupt nicht gepasst. Okay. Aber ich konnte mich darüber jetzt nicht so freuen, weil ich mir denke, guck dir mal die ganzen anderen an, die jetzt noch im Amt sind. Also vor allen Dingen für mich Lauterbach. Ja. Und ich kann mich einfach nicht freuen, dass eine Lambrecht zurücktritt. Auch zu Recht, wenn der Rest noch da ist. Das ist einfach für mich so, ja, okay. Aber die anderen haben ja auch Sachen verbrochen. Ich glaube, Lauterbach muss jetzt sein Pronomen ändern, damit das die Parität auch wieder hergestellt wird. Ihr werdet immer alberner, das ist ja furchtbar. Das hast du völlig recht. Wenn man das im Ganzen nimmt, liebe Jasmin, dann kann man dieses Regime eigentlich nur in einen Chinook-Hubschrauber tun und irgendwo bei der Ukraine kreisen lassen. Aber das wäre nicht gewollt und wahrscheinlich auch nicht statthaft und so. Lasst uns doch bitte nochmal zur Arbeit schreiten, denn da ist ja dann noch so einiges anderes im Busch. Ein zweites großes Thema neben der Kriegswirtschaft ist ja natürlich der Klimawandel. Der sogenannte menschengemachte und der Klimarassismus, der damit ja irgendwie auch einhergeht. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Aber da schreibt jetzt die ehemalige Familienministerin Christina Schröder in der Welt einen ihrer immer wieder doch sehr klugen und lesbaren Artikel, wie ich finde. Die schreibt über den bekanntesten Klimaforscher Deutschlands, Herrn Hans-Joachim Schellenhuber, der nämlich jetzt vorgeschlagen hat, dass jedem deutschen Bürger ein bestimmter CO2-Verbrauch pro Jahr zuzuteilen sei, um den Klimaschutz in Zitat voranzubringen. Und das sei jährlich 3 Tonnen. Derzeit verbraucht jeder Deutsche, schreibt Schröder, im Schnitt knapp 11 Tonnen. Der Vorschlag Schellenhubers würde also radikale Einschränkungen für jeden von uns bedeuten, zwar in praktisch allen Bereichen unserer privaten Lebensführung. Was wir essen, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, was wir konsumieren und so weiter und so fort. Und du, liebe Jasmin, bist ja bekanntermaßen große Etatistin und Freund von solchen Vorschriften, oder? Boah, als ich das gelesen habe, habe ich zuerst ein bisschen Angst gekriegt, weil ich mir dachte, ach du Scheiße, sie kommen wirklich, ja, mit diesem hier CO2-Konto. Dann kurz nochmal zu dieser Christina Schröder, die mag ja wirklich einen netten Kommentar darüber in der Welt geschrieben haben. Jetzt hat sie auch was gesagt, dass es ein Fehler war, der in Anführungsstrichen Trademark hier Wissenschaft zu glauben. Die kommen alle halt ein bisschen zu spät, ja. Das heißt, sie ist auch von gestern gut. Jetzt hat sie auch was Tolles gesagt bei diesem CO2-Konto. Das kann man ja nicht machen. Wir brauchen Freiheit. Na, offensichtlich. Ja, es ist doch ganz offensichtlich. Dieses ganze Klimathema geht mir so auf. Ja, ich will jetzt irgendwie keinen Ausdruck benutzen, aber es geht mir so auf die Nerven, dass in Deutschland dieses ganze Maßnahmenpaket, es wird ja jetzt gerade noch, wir wissen ja noch nicht genau, was am Ende dabei rumkommt, aber wir können uns alle vorstellen, dass in Deutschland wirklich gedacht wird, dass das, was Deutschland macht, einen Einfluss auf das Klima hat, auch wenn ich alles jetzt, sagen wir mal, schlucken würde, ja, auch wenn ich sagen würde, ja, der Klimawandel wird uns alle umbringen, manche mehr umbringen als andere, aber am Ende sind wir alle tot, ja, auch wenn ich diese Pille schlucken würde, macht es trotzdem keinen Sinn, in Deutschland diese Maßnahmen zu ergreifen. Ich verstehe nicht, wieso das funktioniert im Kopf bei manchen Leuten. Doch, das macht Sinn. Das aber funktioniert wie macht das genauso Sinn? Bitte erklär's wie bei Corona. Das ist genauso ein genauso Unsinn wie Masken Sinn. Bei Corona, ja. Genau, und worum geht es? Aber, ja, worum aber geht, du kannst worum doch als Deutschland denn? Nicht das Klima beeinflussen. Es geht nicht. Darum geht es natürlich. Ja, natürlich geht es darum nicht. Es geht ja nicht um Klima. Bin ich schon wieder zu logisch, oder wie? Weil es ist, nein, aber es geht doch nicht um, du musst dich von diesem Narrativ lösen, dass es bei der Klimadiskussion um Klima geht. Es geht nicht um Klima. Das glaube ich nicht, ja? Übrigens, der Schellenhuber, dieser Klimaforscher, mit dem Schellenblick, ja, das habe ich schon wieder jemanden gedisst. Was ist denn ein Schellenblick? Der hat diesen Vorschlag,
Der Schäleblick. Ach so. Ein Schälerblick. Okay. Gut. Der hat diesen Vorschlag mit einigen anderen schon vor Jahren schon mal gemacht. Mhm. Ja, und hat sagt jetzt heute auch, da haben wir eine große Chance verpasst. Also dieser Ablasshandel auch im Privaten mit den 3 Tonnen. Ja, und wer mehr verbraucht, muss dazu kaufen und so weiter. Also Superreiche verbrauchen übrigens bis zu 100 Tonnen. Ja. Aber gut, die müssen keine Steuer auf ihre Yachten zahlen, keine CO2-Steuer. Worum geht es? Das Ganze funktioniert ja nur bei Komplettüberwachung. Ja? Wie will man das denn sonst sich anschauen? Also wie will man sonst prüfen, wer wie viel CO2 verbraucht? Also wird jeder Schritt, den du tust, komplett überwacht. Eben. Du brauchst diesen Big Brother, der halt aufpasst, dass du nicht so viel CO2 produzierst. Und genau darum geht es. Es geht um die absolute Kontrolle. Es geht darum, uns per unseren Daten perfekt zu kennen und von uns zu profitieren. Uns einerseits im Griff zu haben und andererseits mit uns Geld zu machen. Hm. Ich glaube, darum geht es. Es geht um nichts anderes. Und Klima ist nur ein weiteres Thema. Also vorher hat man ja, Luft und solche Sachen nicht handeln können. Das gab irgendwie keinen Sinn. Jetzt wurde das halt als neuer Markt entdeckt. Hm. Darum geht es. Es geht darum, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, viel Geld zu machen und auf der anderen Seite die Bürger halt dorthin zu schicken, wo sie hingehören, laut diesen das Menschen. Das sagt übrigens die von dir karikierte und von mir zitierte Christina Schröder, liebe Jasmin, auch wenn du sie dann wieder veralberst, sagt sie im Prinzip genauso. Ich schließe mich da den beiden Damen an. Die schreibt, inspiriert durch die zuvor nicht vorstellbare private Übergriffigkeit der Pandemie-Maßnahmen, malte ich, also die Christina Schröder, mir aus, wie ähnlich man in Sachen Klimaschutz vorgehen könnte. Nur noch eine Auslandsreise pro Jahr für Dienstreisen, eine obligatorische und von der Fluggesellschaft zu kontrollierende Bescheinigung, dass das unabdingbar sei, PKW-Erlaubnis nur noch für gehbehinderte Personen und so weiter, Bauverbot für Einfamilienhäuser. Und ich fürchte, das ist überaus realistisch. Also das, was sie da schreibt, das ist, denke ich, etwas, was Robert Habeck nachts ein Grinsen bereitet, wenn er einschläft. Also das, wobei er ja gesagt hat, dass er sich aktuell keine Gedanken über eine Pro-Kopf-CO2-Konto macht. Er hat es nur gesagt. Weißt du, es am wird Ende, keine Lockdowns und dann, geben, sage ich nur. Es wird ja, keine Lockdowns geben. Das keine sind alles nur Verschwörungs. Genau, alles nur Verschwörungstheorie. Ich glaube, ich möchte da zu diesem Klimathema zum Schluss nur sagen, ich möchte einfach die Position normalisieren, dass man Klimawandel wahrnimmt und auch nicht verleugnet, ja, das findet statt und hier mal mehr und dort mal weniger und dass man auch davor keine Angst haben kann, okay? Ich habe einfach keine Angst davor und ich denke mir, wir beschäftigen uns jetzt ohne Ende mit diesen scheiß CO2-Konten, Obergrenze hier, muss man jetzt irgendwie aufhören zu fliegen, Autofahren, ist sowieso das Schlimmste auf der Welt, ja? Anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie man ganz konkret auf den Klimawandel, der dort mehr und dort weniger stattfindet, reagiert und wie man sich anpasst. Ja, in Brandenburg wird's Wasser offenbar, sagt man so, knapp. Ja, ich glaube, es liegt an Tesla. Andere sagen, es liegt an den Kleingärtnern. Gut, können wir ja noch ausdiskutieren. Aber warum kann man denn nicht darüber reden, wie man damit umgeht? Oder was es da für Lösungen gibt, anstatt über so einen Blödsinn zu reden. Nee, das kann ich man verstehe ja, es einfach nicht. Das kann man ja, es macht nur Boko Haram nicht. Und sie verbinden eben die Banalität des Klimawandels, der existiert, seit Klima existiert, und schwankende CO2-Konzentrationen in der Erdatmosphäre, die existieren, seit die Erdatmosphäre existiert, verbinden sie eben mit der Behauptung, das sei menschengemacht. Und postulieren ja, aber das kann dann, ja auch stimmen. Es kann ja auch zum Teil stimmen. Es ist ja nicht, dass ich dem widerspreche oder sowas, aber es ist einfach nur, auf was wir unseren Fokus legen, wie man mit bestimmten Veränderungen umgeht. Ja? Ich meine, Amsterdam würde auch nicht mehr existieren, wenn sie da nicht irgendwie mehr irgendwie dies, das und jenes gebaut haben. Ja? Es ist doch so. Das heißt, sie haben sich angepasst. Das macht man so, das machen Menschen so. Und das müssten sie auch in anderen Regionen machen. Und ich denke mir, natürlich gibt es Leute, die da auch aktiv sind, selbstverständlich. Aber das ist nicht das, was in so medial ankommt. Ne? Also das ist nicht das Hauptaugenmerk. Das wollte ich. Aber ich glaube, da bist du vielleicht tatsächlich zu rational, ne? Weil das wurde ja auch schon angesprochen. Dahinter steht ja auch ein fettes Businessmodell. Ne? Also ja, Al Gore wurde ja auch schon erwähnt mit seinen 300 Millionen. Und das sollte man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Sind natürlich dann auch, ich meine, es ist ja auch ein Grund, wieso viele der Global Player dieselbe Karte spielen, weil da ist richtig viel Geld zu machen und da hast du halt sozusagen die neuen Technologies gegen dann die alten Industrien. Das ist ja auch so, würde ich jetzt sagen, so ein innerkapitalistischer Kampf zwischen verschiedensten Wirtschaftssektoren und
Geld ist halt meistens schon ein ganz guter Indiz. Und also du hast natürlich sozusagen, das wurde ja auch schon erwähnt, glaube ich, jetzt letzte Generation und so, das sind, glaube ich, auch Überzeugungstäter, aber auf einer höheren Ebene ist das, glaube ich, teilweise knallhartes ökonomisches Kalkül, was da abläuft. Mal wieder Follow the Money, auch am Ende dieses Themas, das Jasmin da so leidenschaftlich beendet hat, dem will ich mich fügen und euch dann doch noch bitten, ein weiteres Thema zu kommentieren, was da durchaus unsere Gegenwart prägen könnte. Und liebe Milena, mir fällt bei der Gelegenheit ein Schellenblick, den kann es ja sehr wohl geben. Das ist halt ein Blick, der eine Schelle will und ein Blick eines Menschen, der eine selbige verdient hätte. Vielleicht passt das ja. Aber das Thema, was ich meine, ist die Wahlrechtsreform, die sogenannte. Das Ampelregime simuliert eine Reform der Das ist ja ein Wort konnotiert mit einer Besserung, also einer Verbesserung unseres Wahlrechts. Und die soll darin bestehen, dass die Direktkandidaten im Ergebnis weiter geschwächt werden, mit dem vorgeblichen Ziel, dass der Bundestag nun nicht auf Volkskongressgröße anwächst, was er momentan tut, will sie bei knapp 600 Abgeordneten die Größe dieses Parlamentes dort drosseln. Und das eben zu Lasten der Direktkandidaten, also zum Vorteil der Listenkandidaten. Und Tichys Einblick schreibt dazu recht prägnant: Systeme sind von innen heraus nicht reformierbar. Das gilt auch für das deutsche Parteienparlamentssystem, das die Bürger in der Form, wie wir es heute besteht, niemals gewollt hatten. Die Parteienoligarchie ersetzt die Demokratie, denn das bestehende Wahlrecht sorgt über mehrere Komponenten dafür, dass der Wahlkreisbewerber gegenüber dem Parteienbewerber bedeutungslos wird. Damit entfällt am Ende die Notwendigkeit, sich ernsthaft um die Wähleranliegen zu bemühen. Das kommt mir irgendwie sehr treffend vor, Florian Warwick. Und das soll sich nun mit dieser Wahlrechtsreform noch verschärfen, sagen die Kritiker. Die anderen sagen, es war überfällig und gut und wenigstens wird mal die Größe des Bundestages begrenzt. Kannst du den Streit entscheiden? Da würde ich natürlich gerne, ich würde gerne alles entscheiden, aber in dem Fall bin ich tatsächlich so ein bisschen indifferent, ne? Weil die Kritik kann man teilweise nachvollziehen, gleichzeitig natürlich auch ein bisschen so, als ob es so viele unabhängige Kandidaten in dieser aktuellen repräsentativen Demokratie, wenn wir sie noch so nennen wollen, gibt. Also das ist ja schon fast, also vielleicht im kleineren Kontext, aber auf Bundestagsebene kannst du das eigentlich ausschließen. Da spielen die Listen, da sind die Listen entscheidend, die vorher entsprechend geklärt wurden innerhalb der Parteien und über die entsprechend ausgerichteten Delegierten. Also so krass sehe ich das jetzt eigentlich nicht, also da wird sozusagen so ein unabhängiger, parteiloser Politiker-Typ dargestellt, so ein bisschen da in diesem Artikel von Tichys Einblick, den es in der Form ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht gibt. Ja, also, und das andere ist natürlich diese enorme Größe. Ich glaube, nur noch Nordkorea ist größer des Bundestages. Das ist strukturell natürlich tatsächlich was, wo man irgendwann auch für die Eigenreputation mal einen Punkt setzen muss. Also ehrlich gesagt bin ich da relativ leidenschaftslos. Vielleicht bringt Jasmin da mehr Leidenschaft mit bei dem Thema. So elegant abgewendet das Problem. Liebe Jasmin, gehst du da mit? Also Florian sagt, wenn ich richtig verstehe, im Prinzip ist egal, das ist beides Etikettenschwindel. Auch die Direktkandidaten sind am Ende den Parteien verpflichtet und wir kriegen da nicht mehr Demokratie rein. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Also Demokratie hätten wir gerne und wir stimmen wahrscheinlich überein, dass wir sie gerade nicht haben. Oder vielleicht ja, stimmen wir da auch nicht überein. Aber was also hilft, wir haben eine repräsentative Demokratie, ja. Also ich glaube, es ist immer auch ganz wichtig, sich das klar zu machen. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Wir wählen Leute, die unsere Anliegen, ja, also in den Bundestag tragen und dann dort unsere Interessen vertreten. Okay, diese Wahlrechtsreform, ich habe diesen Tichy-Einblick-Artikel auch gelesen, auf Tichys Einblick, Verzeihung, und muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht alle Details verstanden, weil ich das extrem kompliziert fand, ja, also für mich nachzuvollziehen. Ich kann nur sagen, ich verstehe nicht, wie man den Direktkandidaten, ja, es das Leben schwer macht und nicht dem Listenkandidaten. Wenn ich jetzt mal diese zwei Sachen überhaupt bewerten kann, ja, ich gebe zu, ich fand das wirklich schwierig nachzuvollziehen. Grundsätzlich ist die Problematik doch, dass wir eine Krise der Repräsentation haben. Das hat Mausfeld schon vor Jahren gesagt. Leute, wie auch ich, fühlen sich nicht repräsentiert und deswegen gehen Leute wie ich auch nicht wählen. Und diese Gruppe wird immer, immer größer. Ja, und natürlich ist es dann nicht so, dass die einen Einfluss haben, also es ist nicht so, dass wenn die Wahlberechtigungen zu niedrig sind, also die Leute, die Wahl einen Stimmzettel abgeben, dann ist die Wahl damit nicht ungültig gemacht, ja, also es hat jetzt keine direkte Auswirkung, aber es ist trotzdem ein Problem, dass in einer repräsentativen Demokratie sich bestimmte Leute nicht repräsentiert fühlen. Ich hätte jetzt eher bei diesem 5%-Ziel auch, hier bei diesem 5%-Hürde tatsächlich angesetzt, dass auch kleinere Parteien die Chance haben, dort reinzukommen.
Ja, und dann fühlt man, dann würde ich meine Stimme vielleicht einer kleineren Partei geben, dann kommt er halt mit einem Abgeordneten da rein. Ja, ich weiß, der kann dann vielleicht nicht so einen großen Unterschied machen, aber er kann mal gucken, was geht. Warum denn nicht? Ja, und ich glaube, das wäre für mich logischer, aber wie gesagt, ich finde das ganze System etwas kompliziert und würde auch zustimmen, dass Systeme sich selber nicht reformieren können, siehe öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Es geht ja auch nicht. Wenn ich jetzt Milena frage, dann denke ich, kann ich die Antwort irgendwie schon erahnen. Aber vielleicht überrascht du mich wieder mit neuem Optimismus, liebe Milena. Taugt diese Wahlrechtsreform? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich kann alles im Grunde mit unterschreiben, was die Menschen vor mir gesagt haben. Aber ja, klar gibt es nicht viele von diesen Direktkandidaten, die ein bisschen unabhängiger von den Parteien sind. Ein paar gibt es allerdings schon immer wieder mal. Leute, die sich auch innerhalb der Partei zu Wort melden. Ja, und das tun Listenkandidaten grundsätzlich nicht, sonst sind sie keine Listenkandidaten mehr. Also kritisch zu Wort melden, meine ich natürlich. Und da gibt es halt so ein paar Prominente, die halt immer wieder ihren Kiez gewonnen haben, sagen wir mal so. Also insofern ist es sicherlich, wenn man die Direktkandidaten weiter einschränkt, ist es sicherlich noch ein bisschen mehr Verlust in dieser sehr demokratieverlustreichen Zeit. Aber ich möchte etwas ganz anderes sagen, Paul. Und jetzt, damit überrasche ich dich. dass dieses Thema ja auch unter deinem Titel Boko Haram versus Demokratie ist. Ja. Bei Boko Haram ist mir diese Woche ein großes Thema aufgefallen und mir scheint, dass diese woke Bubble jetzt wirklich dabei ist, die Pädophilie zu enttabuisieren. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ja, das ist auch ganz gut zu sehen im Fall des Schauspielers, dieses Teichtmeisters, Florian Teichtmeister in Österreich. Bei dem wurden ja 58.000 Bilder von also Kinderpornografie, missbrauchte Kinder gefunden. Sein Anwalt, Herr Rami, im Nebenberuf übrigens österreichischer Verfassungsrichter, der findet, er sei jetzt nicht so schlimm, weil Teichtmeister nicht selbst missbraucht hat, sondern nur ein digitaler Täter sei. So, das ist natürlich eine verrückte Verteidigungsstrategie. Also mir stößt sie auf. Ich habe da einen Tweet gefunden, der das meiner Ansicht nach ganz schön einordnet. In dem Tweet steht, zu argumentieren, dass es weniger schlimm sei, sich Darstellungen von sexuellem Missbrauch nur anzuschauen, ist halt so, wie wenn der Auftragsmörder sagt, er habe den Mord nur in Auftrag gegeben. Ja? Also wenn es keine Abnehmer gibt, gibt es natürlich auch wesentlich weniger Kinderpornografie. Und milde Worte findet in Österreich auch der Chefredakteur des Falter, Florian Klenk. Das ist einer, der, nur um ihn einzuordnen, mit Maske auf der Skipiste stand letztes Jahr und sich im Zug auf der Toilette eingeschlossen hat, weil maskenlose Menschen dort rumliefen. Also nur um Florian Klenk einzuordnen. Und er schreibt, wir sollten als Publikum den Rechtsfindungsprozess nicht durch Häng-im-Hai-Geschrei stören, sondern wir müssen zuhören, worin die Ursachen seiner Straftat liegen. Müssen wir das? Also wo ist der Schutz für Kinder? Ja, wenn ich mir anschaue, dass LGBTQI-Vertreter schon kleine Kinder in der Schule und auch in Kitas im Grunde mit Sexualität konfrontieren wollen, sie auffordern, sich Gedanken um ihre sexuelle Identität zu machen, dann sehe ich da ein Aufweichen der Tradition, Kinder vor zu früher Sexualität zu schützen. Ja, und jetzt habe ich eine Frage an die zwei Männer unter uns. In der Sendung Talk im Hangar bei Servus TV, da hat ein Psychiater namens Haller Studien zitiert. Und er sagt, danach stehen oder sprechen 60% der Männer auf nackte Kinder an. Könnt ihr euch das vorstellen? Melina, jetzt beendest du diese Sendung mit einem so heiteren Thema und dann hast du so einem schönen... Nee, aber ich frage mich das wirklich. Also ich meine, gut, ich meine, bei Studien muss man immer vorsichtig sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was für Studien, nur hat er da diese Studien zitiert. 60%, also die Mehrheit der Männer spricht auf nackte Kinder an. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Wie seht ihr als Männer das? Ich nehme an, du definierst mich als Mann in der Außenwahrnehmung. Ich habe das selbst, glaube ich, auch immer getan und würde das auch weiter so tun. Das halte ich für ein
schlecht formuliertes Ergebnis. Also wenn wir uns die Zahlen der tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesenen Pädophilen anschauen, dann sind die relativ stabil über die Jahre. Und wir haben beispielsweise an der Charité in Berlin eine Ambulanz für Pädophile, die die Betroffenen einlädt, sich dort behandeln zu lassen. Das wird auch recht gut angenommen, muss man sagen. Der Großteil der Pädophilen wird nicht missbräuchlich aktiv. Der erkennt an sich, dass das falsch ist, begibt sich in Behandlung. Das muss man auch sagen. Diesen Menschen ist dafür Achtung zu zollen, dass sie das an sich erkennen. Ja, das stimmt. Aber woher weißt du, dass die Großheit der Pädophilen das tut? Ich glaube nicht, dass sehr viele. Ich glaube, dass es eine große Dunkelziffer gibt an Pädophilen. Ja, ich sagte ja, das ist der Stand dessen, was man eben in Studien finden kann. Das sage ich nicht, dass es eine Tatsache ist, sondern das ist der aktuelle Studienstand. Wir haben ja spätestens mit Corona gelernt, dass das mit Vorsicht zu genießen ist und die tatsächlichen Zahlen anders sein können. Wenn du jetzt aber zwei beliebig ausgesuchte Männer, in dem Fall Florian Warwick und mich, fragst, ob diese Zahl, sie das wiedererkennen, also dann können wir schon aus Mediengründen kaum sagen, ja, stimmt, ist bei mir auch so. Ich kann persönlich sagen, nein, ist bei mir persönlich sicherlich nicht so. Und ich fände es irritierend, wenn das so wäre und kann das auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis nicht nachvollziehen und halte das für abwegig, so etwas zu sagen. Aber dass das Thema unbedingt besprochen werden muss, ist, finde ich, absolut richtig. Und vor allem diese Verbindung zwischen offenkundiger Apologetik sexuellen Kindesmissbrauchs, was ja wirklich in vielen Kulturen zu Recht das absolute Tabu ist und die größte Widerwärtigkeit, mit dieser seltsamen Neigung Boko Harams, ich kann es mir nicht erklären. Florian, vielleicht bist du da der bessere Mann. Also woher kommt es, dass Boko Haram und sexueller Kindesmissbrauch zusammenhängt? Und kannst du nachvollziehen, dass 60% der Männer angeblich irgendwie positiv sexuell stimuliert auf Kinderfotos reagieren sollen? Ich gebe die Frage weiter an dich. Ich dachte, du findest jetzt eine gute Nummer, um das ganz abzuwehren. Aber zu der Studie würde ich schon auch sagen, dass darauf kann man, glaube ich, auch wenig antworten, vermutlich auch wenig geben, weil wir kennen die Studie nicht, wir wissen nicht, wie die Studienfrage war, was da den Leuten vorgezeigt wurde. Die Frage war, könnt ihr euch das vorstellen? Das ging eigentlich nicht um die Studie. Es ging mehr darum, könnt ihr euch vorstellen, dass 60% der Männer auf nackte Kinder ansprechen? Ja, aber es ist auch die Frage, wie wollt ihr in dieser Studie ansprechen? Also, wie bei Paul würde ich das auch bei mir sagen, wäre bei mir nicht der Fall. Aber ich weiß auch nicht, wie sie diese Studie, wenn du ein gewisses Ergebnis willst, kannst du das auch schon so forcieren, würde ich jetzt behaupten. Und ich weiß, ich war mal auf einer Zugfahrt nach Berlin, da war mein Nachbar, wir waren, glaube ich, erstaunlicherweise ziemlich alleine. Da hat er auf jeden Fall, der war Teil von diesem Programm in der Charité, was Paul gerade erwähnt hat. Und das hat mich auch tatsächlich nochmal so ein bisschen sensibilisiert, weil der hat total mit sich gekämpft und war total verzweifelt und hat dann halt diesen Weg gefunden, sich da behandeln zu lassen in der Charité. Also wo ich zum ersten Mal erfasst habe, dass das tatsächlich, dass man das als Krankheitsbild erfassen kann bis zu einem gewissen Grad, ne? Aber und dann dieses Boko Haram, wie ihr das bezeichnet habt, und prädestiniert zu Pädophilie. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt, sehe ich jetzt mich auch nicht in der Lage, da viel zu sagen. Ich meine, diese Tendenzen, so was danach unter Libertär lief in 70er, 80er Jahren, auch bei den Grünen, das ist ja auch bekannt. Da würde ich sagen, da gab es krassere Fälle, gerade in West-Berlin in den 80ern, als heutzutage. Diese berühmten Versuche, also für die Nicht-West-Berliner und die etwas Jüngeren, diese berühmten Versuche damals der Berliner Verwaltung, Waisenkinder an amtlich bekannte pädophile Männer zu geben, weil die irgendwelche Theorien darüber hatten, dass das da besonders gut aufgehoben sei. Und das kam natürlich zu Kindesmissbrauch. Also es gab abscheuliche Dinge da in der grünen Politik und in der Berliner Stadtpolitik in der Vergangenheit. Das war das, was du meintest, Florian. Genau, darauf führt hin. Ist auch gut, dass du das nochmal ein bisschen spezifiziert hast. Aber da jetzt, weiß auch nicht, ob das so prädestiniert ist. Das ist ja auch die Frage, was wird da hochgetragen medial? Also genau, da würde ich jetzt, glaube ich, ganz feige mir kein festes Urteil zugestehen. Aber die Verbindung ist ja schon da. Das ist ja offenkundig, Milena, ich stimme dir völlig zu. Also warum sprechen die so ständig ohne Not davon, dass es ja alles gar nicht so schlimm sei mit dem sexuellen Kindesmissbrauch? Das ist derartig irritierend. Da möchte man ja auch keine Schnellschüsse abgeben. Es ist so wahnsinnig leicht, auf Kindesmissbrauch einzuprügeln. Das ist billig. Also ich kann mir an die Straße stellen, die Todesstrafe für Kindesmissbrauch fordern und dann jubeln ganz viele Menschen. Das wird dem nicht gerecht. Also, dass wenn du mich als Vater
Vater fragst, dann kennst du die Antwort und du kannst dir vorstellen, wie es mir geht, wenn ich da nur dran denke. Das wird wahrscheinlich fast allen, die ein Kind haben, ähnlich gehen. Und wenn du Männer fragst, ganz ehrlich, also die ich kenne, und das Nein. Also ich würde es dann auch thematisieren, wenn ich das Gefühl hätte, es sei weit verbreitet gesellschaftlich. Ich habe das Gefühl nicht. Dass Herr Teichtmeister hat mal 2016 auf einer Veranstaltung über Missbrauchsopfer auch noch Texte von Missbrauchsopfern gelesen. Also man kann es niemanden ansehen, möchte ich noch dazu sagen. Ne? Nee, natürlich nicht. Aber du hast natürlich recht, es muss auch differenziert geschaut werden. Also viele Männer leiden darunter, und leben es auch nicht aus und werden damit natürlich auch nicht glücklich in ihrem Leben. Also es hat viele Seiten, aber natürlich muss der Schutz der Kinder die allerwichtigste sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, ich glaube, das ist ganz klar. Aber dann lasst uns, wenn man sich dem nähern will, dann ist ja gerade bei so einer Studie die Frage, wie haben die dann Kind definiert? Da geht es mir jetzt nicht darum, da irgendwie die Grenzen zu verwischen. Aber man kann natürlich sagen, dass viele Männer vielleicht auf jüngere Frauen positiv reagieren. Da wäre ich dann vielleicht auch schuldig. Aber da gibt es ja einen himmelweiten Unterschied, ob ich nun eine 19-Jährige attraktiv finde oder irgendein Kind tatsächlich. Und das muss man dann sehr genau auseinandernehmen, solche Definitionen, und sich genau anschauen. Weil die emotionale Bewertung, ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Ich weiß nicht, bist du denn, Milena, von Männern umgeben, wo du das Gefühl hast, dass die zu diesen 60% gehören würden? Also sagen wir mal so, ich habe enorme Erfahrungen aus meiner Kindheit. Ja? Also so erwachsene Männer, also da war ich jetzt nicht mehr Kind, ja, aber vielleicht so 13, 14. Ich sah ein bisschen älter aus, irgendwie mit blonden Haaren und blauen Augen und einer Stupsnäschen, und habe schon gemerkt, wie sich auch aus dem Umfeld, im größeren Bekanntenkreis meiner Eltern, da bin ich schon enorm angemacht worden von den Typen, von den alten Typen. Also insofern, ja, gut, was war ich da? War ich Kind, war ich Frau, ich war so dazwischen. Ne? Und du warst minderjährig, ganz einfach. Ich war absolut minderjährig. Genau. Naja, gut, ich glaube, ab 16 bist du auch noch minderjährig, aber da ist es, glaube ich, nicht mehr strafbar ab 16. Genau, oder? Du kannst zustimmen ab 16, ja. Genau, aber es geht ja um die Einwilligung. Es geht eigentlich jetzt nur darum, dass ich schon den Eindruck habe, dass da eine ganze Menge älterer Männer unterwegs sind, die auf so sehr frühreife oder sehr junge Mädchen stehen. Also das war nur meine ganz persönliche Erfahrung, und ich nehme an, dass sehr viele da draußen, die uns jetzt zuhören, sagen, haben wir auch so erlebt. Ich glaube zumindest, dass sehr viele da draußen das aufgreifen und kommentieren werden. Das sollen sie bitte auch kräftig tun, und wir tragen das am Ende der nächsten Sendung. Denn tatsächlich hat mich das jetzt aus der politischen Ecke kommend überrascht, das Thema. Aber wichtig ist es auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ja, liebe Jasmin, wenn du dazu nicht noch ein Schlusswort hast, dann war es das auch wenig heiter zum Ende dieser vollen Stunde. Und ich würde uns verabschieden ins Wochenende, aber dir gebührt einfach der Reihenfolge nach das Schlusswort, wenn du eins hast. Ich glaube, weil ich dieses Thema auch verfolge, in den USA sind die da, was das angeht, ja schon sehr viel weiter. Also dieses Grooming, wie man das nennt, von Kindern. Ja. Ich glaube, da... Was ist das? Grooming ist, wenn du quasi ein Kind vorbereitest, in bestimmte Handlungen mit ihm einzutreten. Also wenn ich jetzt mal kurz das Wort vielleicht auf Englisch eintippe... Ah ja, okay. Oh, die Übersetzung, das steht jetzt Körperpflege, aber das ist nicht das, was damit gemeint ist. Nee, das Ausrichten auf, das Vorbereiten für, also es gibt ja auch die Hundesalons, wo Pudel frisiert werden, heißen da Grooming Studios oder Saloons. Genau, und sowas. Und das ist auch eben auch in diesem Kontext mit Kindermissbrauch wird dieses Wort auch verwendet. Ich möchte nur den Hinweis geben, ich glaube, der Grund, warum man versucht, Pädophilie vielleicht zu normalisieren in diesem LGBTQ-Kontext, und damit möchte ich explizit nicht sagen, dass Menschen, die lesbisch oder schwul sind, automatisch Pädophilie sind, unter keinen Umständen. Nein, ja? Das hat doch der Eindruck. Genau, gar nichts mit zu tun. Ich will es nur sagen, weil ich habe eben so ich habe auch diese Gespräche in meinem Umfeld, und da fühlen die sich manchmal angegriffen. Ja, will ich nur mal dazu sagen. Es doch ist einfach, noch eine Triggerwarnung am Ende der Sendung. Dass Pädophilie als Sexualität normalisiert werden soll, und dass es bestimmte Menschen gibt in dieser, ich würde sagen, es ist ein ganz kleiner Teil dieser Regenbogenaktivisten, ja, ein ganz radikaler Teil, die das tatsächlich normalisieren wollen. In Amerika gibt es zum Beispiel den Begriff schon MAP, also Minor Attracted Person. Das heißt, sie wollen gar nicht mehr Pädophil oder Pädophile sagen, sondern sie sagen Minor Attracted Person. Also man fühlt sich hingezogen zu Minderjährigen. Also eine Person, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlt. Und wenn man allein schon anfängt, Worte zu verändern,
dann merkst du schon, dass man damit eine, dann will man das aus dieser Schmuddelecke herausholen. Ja, das ist nur, ja, bei uns gibt's jetzt vielleicht die Pädosexualität. Zum Beispiel, ja genau, danke. Wird ja, das genau. Ja genannt, ja. Mhm. Genau, und das ist der Gedanke, dass man sagt, das ist eine Sexualität wie jede andere. Dann ist das ja, dann kann das ja normalisiert werden. Im Übrigen, kleine Anekdote, ich habe meine Kollegin, die 2 Kinder hat, gefragt, ob sie das so sieht, weil wir haben auch darüber uns unterhalten. Und ich fragte sie so, also siehst du Pädophilie als Sexualität wie die anderen sexuellen Vorlieben? Und sie so, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie eigenartig, weil ein Kind, und das ist der Punkt, ein Kind kann nicht einwilligen. Und es geht immer um die Einwilligung, es geht nicht. Du kannst nicht einwilligen als Kind in so eine Handlung. Und deswegen gilt es, das immer, immer, immer abzulehnen. Ja? Hm. Es existiert kein Consent. Ich benutze mal das englische Wort. Es gibt kein Consent mit einem Kind. Ende. Nun beendest du natürlich ein Thema, liebe Jasmin, mit einem Statement, bei dem ich dann als Vater tatsächlich eigentlich sagen müsste, jetzt müsste ich aber noch eine Stunde einen Vortrag halten. Stattdessen unterstreiche ich das, was du sagst, und würde mich anschließen. Diese Tatsache steht ganz oben auf der Liste, der wir dann, glaube ich, mit Klarheit entgegentreten müssen, und eine Umdeutung des Problembegriffes Pädophilie und des Missbrauchs und der Gewalt und des Verbrechens, was damit verbunden ist an Kindern, hin zu irgendeiner Form von Normalität, gehört sicherlich mit zu den abscheulichsten Versuchen einer Boko Haramschen Bewegung. Und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, dass Schwule und Lesben damit einfach nichts zu tun haben, dass die Schwulen historisch immer in die Nähe von Kindesmissbrauch gerückt worden ist, einfach statistisch Schwachsinn. Die Zahlen geben das nicht her, die Kriminalitätsberichte geben das nicht her, und das hat nichts mit dem anderen zu tun. Hier versteckt sich eben eine Pädophilie interessierte Gruppe von potenziellen Verbrechern hinter diesen anderen Gruppen, die gesellschaftlich ausgegrenzt waren, versucht das Positive, was denen entgegenschlägt, jetzt vielleicht für seine Zwecke zu missbrauchen. Aber dem muss man sich ebenso entgegenstellen, sicherlich wie allen Begriffsverwässerungen. Und ihr da draußen verzeiht uns, dass wir auf einer wenig heiteren Note damit enden. Aber so ist nun mal die Realität, und das lässt sich dann kaum ändern. Es gibt aber für den Ausklang oder den Einklang des Wochenendes wie immer auf friedensnoten.de etwas, was die Stimmung vielleicht bessert oder etwas erbaulicher ist. Wie immer einen persönlichen Text eines Künstlers zum Thema Frieden und ein dazu von ihm ausgewähltes Lied. Und heute stammen Text und Lied aus von meinem sehr geschätzten Kollegen, dem Arzt und Psychologen Christian Schubert. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit friedensnoten.de und kann dann am Ende nur noch sagen, was ich jetzt schon seit fast 3 Jahren sage. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht, die erfundene Pandemie und auch die Mehr vom bösen Russen sind nichts anderes als politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen. Erst recht, wenn er Uniform trägt oder in diesem Staat ein Amt innehat. Verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Schmeißt die Masken und Nachweise weg. Kommt in Frieden zusammen. Maximiert eure Kontakte mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen 3 Gästen für die spannende Diskussion. Jasmin Kosebeck, Florian Warwick und Milena Preradovic. Das war Nummer 69 des Nackten Niveaus, und die nächste Ausgabe folgt, so denn nichts. Plötzlich ist ein Unvorhergesehenes passiert, am nächsten Samstag. Bis dahin, denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.